Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Heute machen wir mal was anderes. So Leute, da ich heute nicht so viel Zeit habe, machen wir heute eine schnelle Kürbissuppe. So, wir brauchen Hühnerbouillon 500 Milliliter. Und hier erstmal einen großen Topf. Machen wir direkt hier auf den Herd. So, Hühnerbouillon, einen halben Liter. Oh, auf den Milliliter genau. So, ciao. Salz 20 Gramm. Kürbis 100 Gramm. 1000 Gramm. Warte mal. 1000 Gramm, okay, warte mal. Das sind 5 Kilo. Das heißt, wir müssen auch nur 1 Kilo. 1 Kilo, Alter, was? 1,6, noch ein bisschen Bier, warte mal. 1 Kilo, schon wieder perfekt. So, das kommt jetzt auch hier rein. Zwiebeln, 120 Gramm. Was sind Zwiebeln? Ah, hier. Also eine Zwiebel halt einfach, weil ich glaube, die ist ja 120 Gramm, genau. 30 Sekunden lang kochen lassen und mischen. Danach saure Sahne hinzufügen und dann auf einen tiefen Teller. Ist das zu klein? Vielleicht Suppenteller, Basic. Okay, dann holen wir doch mal den Mixer. Wo ist der Mixer? Hier. So, let's go. Ich glaube, das passt. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Okay, jetzt saure Sahne. Die stellen wir erstmal hier hin. Und ja, jetzt 90 Minuten, 90 Minuten lang, ja. 90 Sekunden lang kochen. So. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir ja dazu noch was servieren. Zum Beispiel. Oh, dann schneiden wir das mal. So, ich habe noch ein paar Scheiben Brot. Das können wir auf ein kleines Teller machen. So, zwei, oh, drei und noch ein viertes Stück. Wie lange geht das denn noch? Oh, lol. So, warte mal, weg. Jetzt 150 Milliliter. Scheiße, 145, egal, das passt. Und jetzt, warte, das kommt nicht gut. Haben wir vielleicht eine Suppe Kelle oder so? Ganz easy. So. Aber das sieht noch. Ja, du kannst eigentlich weggehen. So. Es sieht noch ein bisschen lame aus. Vielleicht noch so eine Zitrone oder so. Haben wir hier keine Zitronen? Doch, hier eine Zitrone. Können wir mal noch so ein bisschen. Rot, geh weg. Ein Stück rausschneiden. Genau aus der Mitte. Einfach auch noch so ein bisschen fürs Auge. Man sieht es einfach gar nicht. Schmeckt ja auch sehr gut. So, was können wir noch machen? Wir haben hier noch Mixer oder so. Ich könnte das Ganze auch noch so ein bisschen würzen. So ein bisschen Chili rein. Mögt ihr Chili? Ich nicht. Dann wird das Ganze noch ein bisschen scharf. Jalapenos natürlich auch noch. Hm, ist doch auch noch sowas, was eher gut scharf ist, mehr sauer, oder? Naja, egal. Das passt. Okay, dann mixen wir das mal zu einem Drink. Jalapenos hier rein. Hallo? Scheiße, ist daneben. Warte mal. Oh nein. Doch, warte, ich kann es noch nehmen. Dann kommt noch die Chili hier rein. Und noch das. Dann müssen wir vielleicht noch. Ja, was brauchen wir später? So, das kann man jetzt hier drauf. Und wird jetzt. So, wir haben jetzt hier noch so ein bisschen Schärfe. Die machen wir jetzt hier auch nochmal schön rein. So. Oh. Bisschen gekleckert. Egal. Sieht lecker aus. Bin ja gespannt, was wir für eine Bewertung bekommen. Wir haben hier noch eine Gasflasche, alles klar. Könnten noch ein bisschen Kiez dazu machen, oder nicht? Was ist denn hier unten noch drin? Komm, wir machen noch ein Spiegelei. Einfach fürs Auge. Pfanne. Dann brauchen wir zuerst noch ein bisschen Öl. Nehmen wir einfach Olivenöl, das passt. Bisschen rein, damit das so ein bisschen fettet ist. Oh. Das war jetzt nicht so schlau. Das Ei? Nein, ich. Wie kann ich das aufschlagen? Das ging leider daneben. Wie kann ich das aufschlagen? Ah, hier eh aufschlagen. So, jetzt ist das Ei fast fertig. Wir würzen das noch ganz kurz mit ein bisschen Paprika. Ja, perfekt. Das kommt auch noch hier in die Suppe. Ne, warte, wobei, das Ei. Vielleicht mehr auf den Teller. Und wir könnten zum Abschluss. Wollte noch. Wo sind. Ach, hier, genau. Noch ein bisschen Kräuter. Zum Beispiel ein bisschen Schnittlauch. Das ist doch lecker. Wenn wir das zuerst noch so ein bisschen zerhacken. Zone. Ich glaube, das war komplett unnötig, aber egal. So, das auch noch rein. Ich wollte es eigentlich drin haben. So, ein bisschen Petersilie, das passt ja auch. Ja, das sieht man sogar. Ja, perfekt. Zack. Kürbissuppe. Warte mal. Nein, ich.
So, dann schicken wir erstmal die Suppe runter. Wir haben schon wieder nur 1,5 Sterne. Wir sind so schlecht. Ich weiß nicht wieso, eigentlich ist ja ganz lecker. So, jetzt kommt noch das Ei mit dem Brot. Ach, wir müssen das eine Bestellung annehmen. Ja, geil, dann essen wir das halt selbst. Ach, scheiße, wir sollten hier noch ein bisschen aufräumen. Warte mal. Aber wir haben hier einen Schwamm. Den kann man benutzen, um... Wie wischt man damit? Ach man, haben wir hier keinen Besen oder so? Ach hier, guck mal. Ja, wie bekomme ich den jetzt darauf? Und wieso geht das denn nicht? Oh, jetzt. Oh, let's go. Schön sauber machen hier. Ich würde sagen, das war eine spannende Folge. Heute vielleicht etwas kürzer, weil ich halt... Scheiße, ich muss schon wieder in die Schuhe. Ja, nee, eigentlich nicht, aber... Ja, das war's mit Cooking Simulator. Schreibt unten in die Kommentare ein Gericht, das ihr sehen wollt. Zum Beispiel, keine Ahnung. Egal. Ihr wisst bestimmt was. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Thank you.